So machen wir also nun mit der Mähne weiter. Und als erstes ein kleiner Hinweis. Und zwar zeichne ich mein Langhaar, also das Langhaar meiner Pferde und das Haar meiner Sims mit einem Brush. Das ist ein ganz bestimmter Brush und ich werde ihn euch in die Beschreibung verlinken, damit ihr den dann auch benutzen könnt. Ohne den wäre ich komplett aufgeschmissen. Also ich habe jetzt schon echt lange nicht mehr ohne Brush gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch ohne könnte. Dann die zweite Sache. Ihr werdet gleich sehen, ich habe eine Vorlage für meine Mähne mir rausgesucht. Das ist gut, gerade wenn ihr noch ungeübt seid, ist es einfach wichtig, dass ihr eine Vorlage habt, am besten von einem realen Bild, wo ihr sehen könnt, wie die Mähne ungefähr fällt. Bei mir ist das so, bei normalen Bildern, wo die Pferde einfach nur in der Gegend rumstehen und ja, die Mähne nicht wirklich kompliziert liegt, mache ich das aus dem Kopf, weil ich dann auch die Mähne einfach immer auf dieselbe Art und Weise zeichne. Sobald ein Pferd aber in Bewegung ist oder ich dem Pferd einen bestimmten Charakter verleihen möchte, suche ich mir Vorlagen aus und ja, halte mich dann an diese originalen Bilder. Gut, dann wollen wir also mal anfangen. Und zwar als erstes, wieder ganz normal, erstellen wir eine Gruppe für unser Langhaar. Ich habe jetzt das Video ein bisschen vorgespult. Also ein bisschen schneller gemacht, ja, da das meiste sich schnell erklären lässt und dann müsst ihr nicht lange im Schweigen sitzen sozusagen. Wir stellen also unseren Brush richtig ein und nehmen dann die Mähnenfarbe, in dem Fall ist es einfach schwarz, weil sie ja ein brauner ist, und fangen dann einfach an. Wenn ihr euch nicht sicher seid bei dem Schopf, dann fangt immer zuerst mit der Mähne an, dann ergibt sich der Schopf meistens von selbst. Und ich zeichne immer erst im Groben so ja, die Struktur oder die Umrisse der Mähne auf, um dann zu schauen, ob das überhaupt zu dem Pferd passt. Also ihr müsst nicht sofort sauber arbeiten, sondern einfach erstmal die grobe Form aufzeichnen. Wichtig ist auch, das werdet ihr nachher sehen, dass ihr nicht verbissen an der Vorlage festhaltet, sondern euch da so ein bisschen von eurem eigenen Bild inspirieren und leiten lasst, denn nicht alles kriegt man sofort so hin und nicht alles sieht dann auch auf dem Pferd super aus, was man selber dann auf dem Bild hat. Von daher müsst ihr da immer so ein bisschen gucken, dass ihr so einen Anhaltspunkt habt bei dem Originalbild, aber da jetzt nicht unbedingt dran festhaltet, denn diese Mähne habe ich jetzt nicht so gut gemacht und das habe ich immer festgestellt, wenn man zu viel und zu genau arbeiten will, irgendwann ist es dann zu viel und dann muss man halt das Ganze wieder wegmachen. Das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, denn was ich hier falsch gemacht habe, ich habe die Mähne einfach viel zu voll gemacht. Sie ist viel zu massiv und die stehenden Haare gehen halt nicht, also der Wirbel, den ich gezeichnet habe, der ist viel zu groß. Bei dem Pferd, also bei dem originalen Bild, läuft das Pferd ja, von daher funktioniert das, dass die Mähne zum größten Teil hochgestellt, also da hochweht. Bei einem gehenden Pferd ist dies aber unrealistisch, außer wenn ihr jetzt so eine Windstärke von 7 oder 8 habt. Sonst ist die Mähne halt einfach nicht so voluminös. Und ja, ich habe sie nochmal versucht zu retten, das funktioniert aber nicht leider nicht so gut. Wenn ihr Mähnen wegradieren wollt, also nur zum Teil wegradieren wollt, nehmt immer einen weichen Radierer. Wenn ihr einen harten nehmt, ist es nachher schwieriger, den neuen Teil der Mähne dem alten Teil anzupassen. Hier könnt ihr sehen, dass ich der Mähne keinen geraden Abschluss gebe. Das heißt, dass da einzelne Strähnen immer noch länger sind als andere. Das hängt einfach damit zusammen, dass ja das Pferd auf dem Bild noch ein Jährling ist und also auf der Weide steht und noch nicht so eine Turnierfrisur hat und dort einfach dann die Haare so wachsen, wie sie einfach wachsen. Und wenn ich nachher erwachsene Pferde habe, die kriegen dann von mir auch so eine Turnierfrisur geschnitten. Das heißt, dann ist die Linie, in der die Mähne endet, relativ gerade. Ich habe jetzt hier wieder angefangen und habe das nochmal von vorne versucht, habe dann einfach den Wirbel kleiner gemacht. Ja. Euch sollte klar sein, dass dass ihr mit der Mähne eurem Pferd ein bestimmtes Aussehen verleihen könnt. Ich wollte eben eine wehende Mähne haben, eine etwas plüschigere Mähne. Eine, die weich aussieht, da sie ja noch sehr jung ist. Und das wirkt dann etwas niedlicher. Und ja, also je nachdem, welche Frisur ihr eurem Pferd gebt, wirkt es dann nachher auf den Bildern auch ganz anders. Oder ganz unterschiedlich. Ja. Immer zwischendurch nach draußen zoomen und gucken, wie das von weitem aussieht, denn es sieht manchmal nochmal ganz anders aus als von nahem. Und dann können wir von der Mähne aus in den Schopf hineingehen. Und ja.
Am besten hilft es manchmal einfach drauf loszuzeichnen und sich gar nicht groß Gedanken drum zu machen. Beim Schopf ist bei mir auch immer so ein leicht, also der Schopf ist bei mir so ein leichtes Problem. Da war ich froh, dass ich das in dem Fall im ersten Anlauf einigermaßen geschafft habe. Super zufrieden bin ich nicht, aber es ist in Ordnung und ja, ihr müsst auch immer darauf achten, je nachdem, was für ein Abzeichen am Kopf euer Pferd hat, ob ihr das zeigen wollt oder ob ihr es auch verdecken könnt. Ich wollte ihren kleinen Stern hier einfach zeigen oder ihre kleine Flocke und habe deswegen die Mähne da so ein bisschen, also den Schopf da ein bisschen drumherum gelegt. Und ja, wenn ihr die Grundform eurer Mähne fertig habt, dann nehmt ihr einfach eine hellere Farbe. In dem Fall habe ich die. Aha, genau. Ich vergaß. Da mein Pferd ja ein Trobriano ist und sie auf der anderen Seite ihres Halses noch eine Scheckung hat, dann die muss man natürlich denken, bekommt sie noch ein paar weiße Stellen in ihre Mähne. Da gebe ich euch auch als Tipp gleich, wo man das hier gerade sieht. Wenn ich Schimmel habe, fange ich den Schweif meistens nicht komplett weiß an, sondern setze ihn ein bisschen dunkler als das ja, Weiß des Pferdes, da es einfach realistischer aussieht, wenn man mit heller Farbe auf dunkler Farbe malt. Ich weiß nicht warum. Ich habe es bei ihrem Schweif zum Beispiel jetzt nicht gemacht, weil ich einfach schnell durch wollte und man sieht dann nachher auch am Ergebnis, dass es nicht so gut geworden ist. Aber ich schweife ab. Also bei Schimmeln, auch bei der Mähne, am besten mit einem dunklen Grau anfangen und dann mit dem richtigen Weiß rübergehen. Und jetzt kommen wir dazu, was ich vorhin meinte, einfach eine hellere Farbe nehmen, wie die Grundfarbe der Mähne. Und dann geht ihr einmal die Struktur der Mähne nach und könnt da schon mal festlegen, wie sie denn liegen soll, auch wo einzelne Strähnen, in welche Richtung die gehen sollen. Da kann man also ein bisschen die Struktur und die Richtung der Haare vorgeben. Dann nehmt ihr nochmal eine hellere Farbe und geht jetzt wirklich die Highlights nach, also die Stellen, an der die Mähne heller ist. Das ist meistens oberhalb und also oberhalb der Mähne, am obersten Rand sozusagen. Und geht dann mit einem weichen Pinsel und wenig Druck, das ist ganz wichtig, wenig Druck über die Mähne, damit die Highlights schön weich verlaufen und nehmt dann nochmal die Deckkraft raus. Und passt einfach so an, so je nachdem, wie hell ja, der Schein sein soll. Wenn ihr dann den Schatten der Mähne macht, dann mache ich das meistens so, dass ich wirklich auch mit dem Haarbrush in den Schatten reingehe und nicht einfach mit einem dicken Pinsel, da dann der Verlauf der Haare noch ein bisschen besser gezeigt wird und ihr nicht einfach so einen schwarzen Fleck unter eurer Mähne habt, sondern auch ein bisschen Struktur im Schatten. Ja. Die Auswahl des Pferdes nehmt ihr wieder, also macht ihr wieder so, ihr drückt auf Steuerung auf eurer Tastatur und drückt dann gleichzeitig auf das Bild eurer Pferdeebene und dann wird das Pferd komplett ausgewählt. Dann nehmt ihr den Rauschen-Weichzeichner und müsst dann entscheiden, wie stark ihr den Schatten haben wollt und dann nehmt ihr wieder ein bisschen Deckkraft raus, so dass es euch dann gefällt. Gut, das wäre es eigentlich auch schon an der Stelle und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Es ist nicht keine Meisterleistung geworden diesmal. Ja, aber es ist in Ordnung und ihr könnt da echt gut erkennen, wie ich meine Mähne mache. Also so die Vorgehensweise ist bei mir immer dieselbe. Ja, ich werde nochmal ein Tutorial machen, wo ich ja halt dann zeige, wie ich euch Porträts, also wie ich Porträts zeichne. Und dann könnt ihr auch da nochmal sehen, wie ich die Mähne mache. Ja. Gut, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert zwischendrin. Man weiß ja immer nicht so, was man sagen soll, wenn man dann so vor seinem eigenen Video sitzt. Aber ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Video.